Wenn du stehst auf und es ist nicht mehr gleich wie vorher, du hast das Gefühl, wow, okay, ich fühle mich so viel besser. Ich bin Vero Lüsch, ich lebe auf dem Bözberg und habe zwei erwachsene Töchter. Beruflich bin ich schulische Heilpädagogin. Ich arbeite mit Kindern, die Unterstützung brauchen. Und vor ein paar Jahren hatte ich eine grosse Lebenskrise. Und in dieser Krise ist mir Shiatsu begegnet. Also diese Lehrgänge geben mir nicht nur ein ungehöres Wissen, sondern ich merke auch, die machen mit mir etwas. Es verändert sich eine Sichtweise, wo ich merke, ja, die Ausbildung hat mich verändert. Also ich bin viel mehr zu mir gekommen, ich bin ruhiger geworden und ich merke einfach, die Sicht hat sich wie erweitert. Dass ich einfach Sachen vielleicht anders gesehen, einen Menschen anders anschaue. Ja, man tut das so, beim Shiatsu tut man zuerst das so ein bisschen wie so einen Eindruck machen. Und da habe ich mir auch angewöhnt, auch bei den Kindern, dass ich zuerst einfach einmal mir so einen Eindruck mache. Das nennt sich Boshin. Und eigentlich gar nicht interpretieren, sondern einfach einmal annehmen, was ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass es mich auch begleitet. Es hat sich bei mir auch körperlich sehr viel verändert, weil ich habe ein künstliches Kniegelenk. Und das war am Anfang extrem schwierig, weil beim Shiatsu tut man so viel auf den Knie machen oder man sitzt so in dem Kniesitz. Das ist überhaupt nicht gegangen. Und dadurch, dass ich jetzt aber so viel immer wieder so in dieser Position bin, bin ich also heute so weit, dass ich auch wirklich ganz normal sitzen kann und ich überhaupt keine Einschränkungen mehr habe. Ja, das ist noch speziell. Das ist so ein Nebeneffekt, wo schon auch noch zum Staunen ist. Ich hätte das nicht gedacht. Ja, ich bin auch fit, weil selber ich mich auch recht bewege. Zuerst, als ich das erste Modul gemacht habe, habe ich das Gefühl, das werde ich nie können. Meine Güte, nein. Und alle die Meridian, es braucht Zeit und Vertrauen. Und man muss es einfach machen. Und es ist also, man kann es wirklich lernen. Es kommt gut. Aber so Theoriekurs, ja. Da habe ich schon gemerkt, so Grundwissen, Medizin zum Beispiel, das ist also für mich, dort habe ich also recht, man muss wirklich mich reinsteigen und lernen. Aber ja, ich denke auch da, ist, am Schluss hat man so ein Wissen und heute bin ich dankbar, dass ich das habe. Für mich war klar, meine beiden Mädchen studieren noch, dass ich das muss, neben meinem Hauptberuf machen. Und das ist aber sehr gut machbar. Also meine Familie findet es das Tollste, was ich schon je gemacht habe, das Shiatsu. Sie kommen am Wochenende heim und natürlich finden sie, sie möchten jetzt sehr gerne ein Shiatsu. Weil es einfach so eine Wohltat ist und so viel bringt. Und sehr viele Freunde sind halt jetzt noch meine Klienten. Aber ich merke doch jetzt so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, was, du hast so immer so Kopfweh. Versuch doch mal Shiatsu. Und die Leute kommen wirklich. Und ich habe auch Menschen, die eine Diagnose haben von einer schweren Erkrankung und die sehr aufgewühlt kommen. Und da kann man mit dem Shiatsu sehr viel Ruhe oder Erdung auch reinbringen und einfach wirklich eine Begleitung sein. Ich meine, die Frau hat Morbus Bechterew. Weißt du, was das für eine Diagnose ist? Dann hat sie gesagt, jetzt habe ich mich schon lange wieder einfach mal richtig wohl gefühlt. Weil man so zu sich selber kommt und in die Stille hineinkommt, weißt du? Und dann fährst du so ab und dann ist einfach, ja. Es macht eben mit einem selber auch etwas. Weißt du, wenn du mal so in dem mit den Leuten mal bist, oder? Ja, man wird so achtsam, oder? Auch dankbar. Also weißt du, was du bewirken kannst? Und dann siehst du es gerade. Ich in der Schule, ich arbeite 5 Jahre mit Kindern und habe das Gefühl, oh. Aber die Leute kommen und sagen, wie willst du gerne rauslaufen? Wie muss es sein, wenn du rauslaufst? Ja, ich hätte einfach gerne da die Schultern immer so schwer und immer so viele Gedanken im Kopf. Gut. Und nachher ist es so. Wie ist es jetzt? Wie fühlt es sich an? Ja, es ist wirklich so viel besser. Ja, ja. Mein Kopf ist viel leichter. Ich fühle mich, ja, es ist eben spannend, was die Leute dann sagen. Oder weißt du, wenn ich eine Seite gemacht habe, vorgegeben die Leute, vor allem auch, das ist auch noch so ein bisschen etwas, Leute, die Körperwahrnehmung haben, gibt es natürlich sehr viel, vor allem Männer, man sagt es nicht. Frauen sind da viel gespürig. Männer. Und dann vorgegeben gleich, wie ist es jetzt für dich? Merkst du jetzt einen Unterschied von der einen Seite auf die andere? Wenn man es anschaut, hat man das Gefühl, das Bein kommt den Fuß länger unten raus. Und dann sagt er, ja,
fühlt sich länger an. Ich merke, es ist viel leichter als die andere Seite. Ja. So kannst du dann auch noch die Leute ein bisschen sensibilisieren, auch auf sich selber. Also vielleicht noch etwas, was ich eigentlich noch gerne sagen würde, dass Shiatsu eben nicht nur auf der Körperebene wirkt, sondern er hat so die Faszination. Shiatsu ist eigentlich da, dass es auf so vielen Ebenen wirkt. Sei das physisch, psychisch, weißt, mental, spirituell. Es wirkt eben auf so vielen Ebenen. Und ich habe selber noch in ja, seit ich ein Burnout gehabt. Und dann nachher in die Klinik auf den Hasliberg müssen. Und dort haben die das Shiatsu angeboten. Und die einfach, alle sind immer so gern gegangen und gesagt, oh, das ist einfach so gut. Und im Gegenteil zu der Gesprächstherapie, wo du halt manchmal dann halt wirklich auch schmerzvoll musst anschauen und das sagen und brüllen und machen, ist Shiatsu auf dieser Körperebene. Einfach mal auch können sein und es passiert eben gleich so viel. Wenn du stehst auf und es ist nicht mehr gleich wie vorher, das Gefühl, wow, okay, fühle mich so viel besser. Bist du so geerdet oder irgendwie, ja, oder bist du wieder so zuversichtlich? Ja, es gibt Hoffnung und ja, es ist also schon, nein, ich muss sagen, es ist also schon verrückt. Und ich muss euch sagen, ich bin 66. Ich bin alt. Weißt du, ich habe mich mit 64 entschieden, dass ich das mache. Ich gefunden habe, das ist jetzt einfach so etwas Lässiges. Ja. Also, wir müssen unbedingt das mal ausprobieren. Man muss es mal haben. Du kannst es ja gar nicht richtig vorstellen, weißt du? Und es ist eben nicht eine Massage. Massage ist ja auch gut. Oder ist auch durchgeknetet. Es ist einfach eine ganz andere Ebene. Also, es sind auch rechte Bewegungen und Berührung. Aber es ist einfach noch eine Dimension anders.